Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder eine neue Serie für euch. Das ist nämlich Die Schöne und das Biest. Ich glaube, der läuft ja schon. Ich bin mal wieder so super informiert. Ich glaube, er läuft noch nicht. Also ich bin der Meinung, er läuft noch nicht, aber ich glaube, er kommt jetzt bald ins Kino. Also die neue Verfilmung von Die Schöne und das Biest in echt, also in real quasi. Ne? Wir kennen das ja nur, also ich kenne es nur als Disney-Film, als Zeichentrickfilm. Schon total schön und ich freue mich total, dass Emma da mitspielt. Also ich liebe ja die Hermine-Darstellerin. Finde ich mega schön. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich gucke gleich mal vielleicht unten so ein bisschen mit euch rein. Ich habe von Panini das direkt zugeschickt bekommen und zwar ist das hier einmal ein Display. Ich habe, wie viele Displays habe ich? Ich glaube, zwei Displays. So kostet 70 Cent. Und ich freue mich total. Ich habe so Bock auf den Film. Ich habe richtig Bock, den zu sehen. Ich habe den in der Vorschau gesehen. Und mit Ben zusammen. Ich glaube, er will auf jeden Fall auch mitkommen. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Ich zeige euch die nochmal hier unten. Da sehen wir nämlich schon wieder, hier sind wieder die verschiedenen Sprachen. Das sieht ein bisschen aus wie Griechisch. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Bell and Head Best. Okay, das sind auf jeden Fall, ich glaube, mehr Sprachen als sonst. Oder doch nicht. Kam mir gerade so vor, weil ich irgendwie Sprachen gesehen habe, die ich normalerweise sonst nicht sehe. Das hier ist das Heft. Ah, cool, immer mit so einem komischen, was ist das? Sind das Glocken? Ich will mal einmal so ein bisschen so reingucken, dass man so ein bisschen mal so einen Überblick hat. Mögt ihr die auch so gerne? Aber ich mag die Schauspielerin total gerne. Schon allein deswegen will ich es gucken. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, ob ich die Namen noch erinnere. Das ist dann doch so ein bisschen länger her, aber ich glaube, ich nehme mir erstmal so 10 Stück vor. Wenn ich da jetzt nicht so viel weiß dazu, dann tut's mir leid. Aber gut, ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen. Ich glaube, er ist, wie gesagt, auch noch nicht draußen. Und der andere ist wirklich sehr lange her. Oh, ich sehe schon Glitzer. Ups. Ah, oh, voll geil. Oh, das ist ja wie bei Harry Potter so ein bisschen. Das ist ein richtig geiler Glitzerrand. Da ist hier direkt Die Schöne und das Biest. Oh, das ist mega cool. Ja, da geht's schon los. Keine Ahnung mehr, wie der heißt. Ah, und darum geht es hier. Ach, um die Rose. Ah, wie war denn das nochmal? Der muss irgendwie die wahre Liebe finden oder sowas, ne? Genau, und da leben ja die ganzen Gegenstände. Kerzenständer. Was ist das hier? Staubwedel. Ein Staubwedel. Oh, da wird sie gejagt von den Wölfen. Doppelsticker mal wieder. Warum habe ich die da hingelegt? Also, ein bisschen erinnern die mich tatsächlich an Harry Potter. Ups, mal gucken. Mal gucken, was hier noch so kommt. Oh, keine Ahnung, wer das war. Oh, ein Ball. Was für ein Ball mit ganz vielen indischen Schönheiten. Oder so. Oder, weiß ich auch nicht. Mann auf der Kutsche. Belle mit dem Pferd. Wie ist denn das Pferd? Weiß das noch jemand? Weiß es nicht mehr. Und da ist sie am Putzen. Ach so, war sie das? War sie das, die Hausangestellte da? Wie kam sie denn da nochmal ran? Oh, es wird echt Zeit, hier mal wieder den Film aufzufrischen. Boah, geil, wieder so ein Goldsticker. Oh, schön. Ah, ich mag die. Einmal das Biest, das bestimmt sie auf der anderen Seite. Finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Ha, der Kerzenleuchter. Ich weiß nur, dass die kleine Tasse Tassilo heißt. Keine Ahnung. Oh, am Tanzen. Das ist bestimmt relativ am, ist das am Ende, da wo das Lied dann kommt, Die Schöne und das Biest? Ich bin so gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Bei Disney macht das ja eigentlich ganz gut. Oh, cool. Aber ich finde auch, also gerade so Schauspielerwahl ist natürlich ganz gut getroffen. Ich habe gerade letztens hier das Dschungelbuch nochmal gesehen. Das haben sie ja auch in real quasi verfilmt. Es war auf jeden Fall beeindruckend, muss ich sagen.
Aber es war ein bisschen so von den Charakteren, die habe ich anders wahrgenommen im Zeichentrick. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch jemand von euch gesehen hat. Was ist das denn? Tischbein? Hä? Ist das Tischbein? Warum macht man das? Warum gibt es denn Sticker? Oh, ich glaube, der ist gezeichnet. Sieht auf jeden Fall nicht aus wie so ein Realsticker. Und ich hoffe natürlich, dass sie die Lieder auch so umgesetzt haben. So ein bisschen wie in den Zeichentrickfilm. Oh, cool, wie das ist schön mit diesem Goldrahmen. Oh, der sieht echt geil aus. Ist der da allein am Essen? Wer spielt den eigentlich? Weiß ich auch nicht so genau. Hab ich einen Roulette? Nee. Da ist wieder draußen im Schnee. Keine Ahnung, was da gerade passiert. Ah, und das ist, glaube ich, das Oberteil. Ich glaube, wir haben das Unterteil. Wir haben den oberen Teil, glaube ich, gehabt mit der Rose. Ach, die muss da als Dienstmädchen oder irgendwas gearbeitet haben. Das ist mir leider total entfallen. Ah! Wie hieß denn der nochmal, der Schauspieler? Den kenne ich doch. Ah, ist der Franzose? Der hat auf jeden Fall mal einen Franzosen gespielt in einem Film. Deswegen bin ich gerade davon ausgegangen, dass er vielleicht Franzose ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und das ganze Inventar am Beratschlagen. Wo ist denn Tassilo? Tassilo müsste doch auch irgendwo hier dabei sein. Ich will Tassilo finden, ich sehe ihn nicht. Da irgendwo, keine Ahnung. Nein, den haben wir schon mal gehabt. Oh, ich brauche das Unterteil. Irgendein Angestellter oder irgendein bösartiger Mensch? Pferd. Das ist. Das Schloss sieht ja auch mega aus. Oh, geil. Oh, ich muss unbedingt mal gucken, wann der Film rauskommt. Der müsste ja jetzt bald, ne? Also die Sticker kommen, glaube ich, meistens so 2 Wochen vorher raus, bevor der Film kommt. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil da kann man ja dann auch gar nicht so viel mit den Stickern anfangen. Warum kommt denn nicht der Film zuerst? Aufstand, okay. Oh, das sieht aus wie der weiße Flügel. Oder so ein Spinett. Sieht fast aus wie so ein Spinett. Das ist ein Zaun oder ein Gefängnis. Ah, ich freue mich immer über die ganzen Sticker mit ihr. Kann es nicht genug geben. Oh, oha. Was ist das denn? Ein Spiegelaufkleber. Oh. Das ist ja schön. Das ist so ein Glanzaufkleber. Ist das die Garderobe oder was? Ja, ich glaube, das ist die Garderobe. Die wilde Garderobe. Das ist ja auch in so Arbeitsklamotten. Da ist bestimmt Tassilo. Der ist doch immer bei der Kanne. Und da fallen sie gerade ins Schloss ein. Yeah, das ist das andere Teil. Warte mal. Wo ist er? Wo ist er? Da. Tada! Haben wir direkt einen Doppelsticker gekriegt. Cool. Das ist doch schon mal gut. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Aufkleber es gibt. Ich werde mal nachgucken. Die Glitzeruhr. Ich glaube, die haben auch alle Namen gehabt. Weiß ich aber nicht mehr. Wenn ich den Film gesehen habe, weiß ich da wieder mehr zu. Einmal das Biest. Oh, ich glaube, den oberen Teil haben wir auch gehabt. Da habe ich, glaube ich, gesagt, dass der gezeichnet ist. Jetzt sieht er gar nicht mehr so gezeichnet aus. Ich glaube, den hatten wir vorhin schon mal. Und das ist, keine Ahnung, sieht aus wie so eine Ehrerbietung von irgendwas oder was machen die da? Fliegen dann die Leute durch die Gegend? Was tun die? Hä? Ach so, so sieht es übrigens von hinten aus. Wollte ich auch noch mal kurz zeigen. Immer mit der Rose hier. Oh, nicht sterben. Nein. Oh, es ist doch ein Gefängnis. Aber war sie im Gefängnis oder er? Haben sie ihn ins Gefängnis genommen? Keine Ahnung, wer
sieht aus nach einer Feier oder so. Irgendein Fest. Und da ist er schon wieder. Oh, das geht wahrscheinlich ein bisschen so zu der Szene da unten. Ja. Ja, das waren auf jeden Fall schon mal die ersten 10 Stickertütchen zu dem Film, der, ich glaube, noch nicht draußen ist. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall total. Ich freue mich total auf den Film. Hoffentlich wieder eine gute Umsetzung von Disney. Ich habe noch keine Kritiken oder irgendwas gesehen dazu. Deswegen weiß ich auch relativ wenig, aber ich mag das eigentlich auch gerne. Also ich gehe auch gerne in irgendwelche Filme und lasse mich überraschen. Habe vorher generell gar keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut euch auf noch mehr Sticker. Ich habe nämlich noch mehr. Ich habe noch, habe ich ja gesagt, noch ein Display und noch ein halbes auf jeden Fall. Mal gucken, ob das reicht, um die hier voll zu kriegen. Ich befürchte fast nicht. Achso, ich wollte mal gucken, wie viele es sind. 180 sind es genau. 180 Sticker. Auch relativ viel, finde ich. Ja, dann lasst mir ein Däumchen da, falls es euch gefallen hat. Ihr könnt mich natürlich kostenfrei gerne abonnieren hier unten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.